Ja, sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserem Webinar Einführung eines Treasury Management Systems. Darauf kommt es an. Wir wollen heute mit Ihnen über die ersten Schritte bei einem solchen Projekt sprechen. Wie entwickelt man die inhaltlichen Anforderungen und wie lässt sich so ein Prozess auch am besten strukturieren? Tipps und Tricks erhalten wir dabei von einem Vertreter des Automobilzulieferers Elring Klinger. Er ist Treasurer und bei dem Unternehmen für die Weiterentwicklung im Bereich Zahlungsverkehr, Liquiditätsmanagement, Risikoanalyse und Finanzierung zuständig. Herzlich willkommen, Matthias John. Schön, dass Sie da sind. Dankeschön. Und für alle Fragen rund um die Einführung eines TMS steht Ihnen auch noch ein ausgewiesener Experte zur Verfügung, nämlich der Key Account Manager von Litreka. Herzlich willkommen, Jörg Petersen. Hallo. Bevor wir ins Thema einsteigen, noch einige kleine organisatorische Hinweise für unsere Zuschauer. Am besten schließen Sie alle Programme im Hintergrund, die Sie vielleicht noch laufen haben. Dann funktioniert unser Webinar-Tool am besten. Sie haben natürlich auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Wir können Sie ja schließlich nicht sehen und auch nicht hören. Sie sehen am rechten Rand einen Fragezeichen-Button. Bitte machen Sie von dem rege Gebrauch und stellen Sie unseren Referenten viele Fragen. Ich werde versuchen, im letzten Teil unseres Webinars so viele wie möglich davon zu stellen. Aber auch wenn wir nicht schaffen, alle Fragen zu beantworten, so werden wir das im Nachgang auch noch tun. Präsentation und Mitschnitt des Webinars erhalten Sie auch noch per Mail. Damit auch schon genug der einführenden Worte. Herr John, ich übergebe an Sie. Vielen Dank. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Der Einführung möchte ich gar nicht mehr viel beifügen, sondern am besten gleich in die Präsentation springen. Ich habe mir überlegt, die Präsentation zum einen, sagen wir mal, etwas theoretisch zu gestalten mit vielen Tipps und Tricks. Zum anderen möchte ich aber auch direkt mit Live-Beispielen ein bisschen das Ganze anschaulicher machen. Ich lade Sie herzlich ein zur Diskussion im Anschluss und zur Fragerunde danach und beginne einfach mal mit der Präsentation. Genau, das ist das heutige Thema, das richtige TMS auswählen. Ich habe jetzt nicht den Anspruch an die Präsentation, dass Sie danach alle das richtige TMS auswählen. Das werde ich sicher nicht schaffen können. Aber ein paar Tipps mitgeben auf den Weg, wie man sich richtig darauf vorbereitet. Die Vorbereitung auf die Auswahl ist ein sehr umfangreicher Prozess und hier kann man viel richtig, aber auch viel falsch machen und das soll auch der so ein bisschen die Guideline für das Webinar. Beginnen möchte ich mit dem Thema Treasury Software, wann und warum. Was sind Ereignisse oder Themen, was zu der Idee oder zu dem Projekt Treasury Software führen kann. Dann möchte ich ganz kurz die Potenziale eines Treasury Systems aufstellen, die dann auch den Rahmen bilden für die quasi den Hauptteil der Präsentation. Ich zeige mal anhand eines kleinen Startszenarios, wie die Welt vor TMS aussehen kann und dann das Kernthema der Präsentation. Start to finish, von ganz am Anfang bis ganz zum Ende. Und dann nochmal beispielhaft ein Zielszenario, wie das dann nach Einführung TMS aussehen kann. Und starten würde ich mit Punkt 1, Treasury Software, wann und warum. Es gibt verschiedene Ausgangsszenarien. Es kann sein, dass ein Ereignis eintritt. Zum Beispiel ein Spin-off, dass ein größerer Konzern Gesellschaften ausgliedert und mit der Ausgliederung wird dann auch die Finanzabteilung selbstständig und ist nicht mehr im Bereich oder wird nicht mehr vom Headquarter supported. Dementsprechend geht es dann auch darum, für das ausgegliederte Unternehmen die eigene Struktur aufzusetzen und hier gibt es dann auch die Möglichkeit eben oder ist eigentlich eine Pflicht dann, dass auch das Treasury Management System neu ausgerollt wird. Ich habe hier auch das Beispiel Software Update. Das war bei der Elring Klinger AG der eigentliche Ausgangspunkt.
Es war eine, die Bankensoftware wurde nicht mehr unterstützt. Und im Zuge der Umstellung hat man dann eben gesagt, was wäre die richtige Bankensoftware? Und im Zusammenhang mit dem zweiten Punkt, dem Wachstum, ElringKlinger ist in der Vergangenheit sehr stark gewachsen. Von ja, vor 10 Jahren hatten wir noch 500 Millionen Euro Umsatz, jetzt sind wir bei weit über 1,5 Milliarden Euro. Und dementsprechend war einfach auch die Banking-Software ja nicht mehr up to date. Das heißt, diese zwei Ereignisse im Zusammenspiel waren bei uns der Auslöser. Es gibt darüber hinaus aber auch noch die Möglichkeit, dass eben ein Best-in-Class, also ein Margendruck dazu führt, hier vor allem im Bereich der Finanzierung die bestmöglichen Ergebnisse zu haben. Und falls das FX-Währungsthema eine Rolle spielt, auch hier eben eine gute Berichtsplattform zu haben, um darauf reagieren zu können. Eine vierte Möglichkeit ist das Umfeld. Es kann sein, dass in einer Branchenkrise oder in einer Finanzkrise Liquidität knapp wird. Und hier ist dann das Cash Management und die Liquiditätssteuerung sehr, sehr zentral, um eben auch eine Firma oder eine Unternehmung durch eine schwierigere Zeit zu bringen. Und auch hier kann eben eine Treasury Management Software dies leisten. Wir haben an der Stelle ja eine kurze Umfrage erstellt, weil uns natürlich auch interessiert, welches Ereignis oder welcher Faktor Sie alle, liebe Zuhörer, denn dazu gebracht hat, einen TMS einführen zu wollen. Wir haben da jetzt nicht alle Ereignisse aufgeführt, aber eine kleine Auswahl. Und ich starte an der Stelle mal die Umfrage und wir würden uns freuen, wenn Sie da abstimmen und uns mitteilen, was es denn bei Ihnen war. Welches Ereignis hat Sie dazu gebracht, ein TMS einführen zu wollen? Großes Wachstum, also einfach, dass die Anforderungen intern gestiegen sind. M&A, damit meinen wir, dass eben viele Gesellschaften auch hinzugekommen sind, die gegebenenfalls ja auch über andere Systeme verfügen oder ähnliches. Spin-off hatten wir eben schon gehört von Herrn Jun als Ereignis oder eben der Sammelbegriff Sonstiges. Gebe Ihnen da jetzt mal einen Moment Zeit. Ich sehe schon, viele stimmen schon ganz, ganz rege ab. Noch tut sich ein bisschen was in der Umfrage. Herr John, was wäre Ihr Tipp? Mit was rechnen Sie als Antwort? Wachstum. Wachstum. Herr Petersen, was sagen Sie? Ich hätte das genauso gesagt. Also großes Wachstum, Anforderungen sind erhöht. Ich glaube, das ist so der Schwerpunkt. Aber ich lasse mich gerne überraschen. Dann schließe ich jetzt auch mal die Umfrage und dann sehen wir auch gleich das Ergebnis. Ja, großes Wachstum, wie Sie beide vorausgesehen haben, 42%. M&A weniger ein Thema, Spin-off auch ein spezielles Ereignis und natürlich auch dem Begriff insgesamt geschuldet, Sonstiges fast gleich auf. Großes Wachstum, Herr John, hat das bei Ihnen auch eine Rolle gespielt? Ja, ich habe es ja eingangs schon ganz kurz erwähnt. Wir sind von, wann sind wir in die Börse gegangen? Das ist bestimmt schon 18 Jahre her. Aber ich habe mir mal im 10-Jahres-Verlauf die Umsätze angeschaut. Wir haben durchschnittliches Wachstum von über 7% im Umsatz. Das heißt, alle 7 Jahre ist es dann eine Verdoppelung. Und auch die Zunahme der Gesellschaften hat das Ganze vorangetrieben. Ja, mit Sonstiges, gut, da hoffe ich dann drauf, dass im Anschluss sehr, sehr viele Fragen kommen. Das kann ich jetzt schwierig in die Präsentation einbauen. Aber dann haben wir bestimmt eine interessante Diskussionsrunde. So, die Potenziale eines Treasury-Systems, da
Das habe ich so in meinen Recherchen gefunden, trifft aber auch sehr gut auf die Ehring-Klinger-Situation zu. In der Vergangenheit eben durch Wachstum, dezentrale Strukturen. Es wurde sich lokal organisiert und mit der Zunahme oder mit Wachstum im Umsatz und im Geschäft sind dann auch die Anforderungen lokal immer größer geworden. Die Prozesse sind aber, sobald sie lokal verankert sind, nicht skalierbar und werden ohne IT-Support oftmals sehr zeitintensiv. Ja, die Bankenlandschaft, wenn sich jede Gesellschaft absichern möchte und wie ein ordentlicher Geschäftsmann das auch tut, Referenzangebote einholt, zum Beispiel bei der Darlehensvergabe, dann sind wir bei mehreren Banken und ohne ein zentral gemanagtes FX-Risikomanagement sind wir auch bei vielen Konten. Bankenkommunikation findet dann per Online-Banking statt. Oder Online-Software, Bankensoftware. Es gibt dann aber keine Cashpools. Die Prozesse sind, wie gesagt, lokal verankert und entweder man hat sehr viele Schnittstellen aufgrund der verschiedenen zum Einsatz gebrachten Tools oder man hat eben keine Schnittstellen. Das ist dann meistens so, wenn Excel das dominierende Reporting-Tool ist oder Auswertungstool. Genau. Der aktuelle Trend geht natürlich hin zu Digitalisierung und Zentralisierung. Prozesse sollen skalierbar sein, das heißt mitwachsen und compliant sein. Die in der Bankenlandschaft soll eine Konsolidierung stattfinden. Das ist nicht gemeint, dass die Banken pleite gehen. Kann durchaus auch sein, aber es ist so gemeint, dass man eben ja, wenn man es vom Headquarter aus managt, dass man Banken konsolidieren kann, dass man sich auf Kernfinanzierungsbanken, Transaction Banks fokussieren kann. Genau. Trend ist dann auch aufgrund der momentan Negativzinssituation im Euro eben so, dass die Transaction Banks teilweise noch Geld verdienen, während in der Finanzierung relativ wenig Geld zu holen ist. So wird es zumindest uns immer dargestellt. Ja, und das führt einfach dazu, dass manchmal auch Finanzierungsbanken dann plötzlich was vom Transaction Banking haben wollen. Ja. Im Prozess ist der Trend natürlich gerade Straight-Through Processing. Komme ich gleich dazu auf der nächsten Folie. Und im Ausblick, wo man hinschaut, also wenn man in die Zukunft schaut, es macht natürlich Sinn, bei großem Wachstum Shared Service Center einzuführen, Kernkompetenzzentren, die auch im Bereich Risikomanagement eben den Ausfall durch Krankheit oder durch Urlaub abdingen können. Im Bereich Prozesse eine starke Systemintegration soll vorangetrieben werden. Und in der Bankenlandschaft eben durch Multibanksysteme ein besseres Cash-Management, einen besseren Überblick und auch die Möglichkeit für Cash-Pooling dargestellt werden. Letztlich stellt sich dann die Frage, im Prozess soll es ein integriertes Best-of-Breed-TMS sein. Das bedeutet, man hat das TMS als Schnittstelle mit anderen Systemen im Einsatz, also zum Beispiel unabhängig von dem ERP-System. Oder das Gegenteil wäre dann eine komplett integrierte ERP-Lösung. Diese macht kann auch sinnvoll sein, kommt dann aber auch darauf an, ob man global ein einheitliches ERP-System hat. Wie gesagt, Folie aus dem Internet, aber als ich sie gesehen habe, habe ich gedacht, ja, das hat bei uns gepasst und in Referenzgesprächen mit vielen anderen Unternehmen. Es sind wirklich Themen, wo Sie sich bestimmt auch wiederfinden können. Bei dem Stichwort Potenziale eines Treasury Management Systems geht es ja auch im Kern um die Frage, was wollen die Treasurer eigentlich erreichen durch die Einführung? Was erhoffen sie sich? Und auch dazu, liebes Publikum, würden wir gerne Sie fragen. Ich rufe jetzt die nächste Frage auf. Sie können bei dieser Frage mehrere Antworten auswählen. Also auch da würde uns interessieren, was erhoffen Sie sich durch die Einführung eines TMS? Das ist eine höhere Cashflow-Übersicht. Wollen Sie damit Kosten senken, Effizienz steigern, mehr Sicherheit in die Prozesse bringen? Oder geht es vor allem um Transparenz, um den Überblick?
Herr John, wieder die Frage an Sie. Was wäre Ihre Erwartung oder was war es für Ellring Klinger, was da treibend war? Zum einen mehr Transparenz, mehr Sicherheit, mehr Compliance. Damit geht eigentlich auch einher die Effizienzsteigerung und Übersicht, auch Cashflow und Kostensenken, also eigentlich alles. Eigentlich alles wichtige Faktoren. Mal schauen, ob unser Publikum das auch so sieht. Noch wird fleißig abgestimmt. Geben wir dem Publikum noch mal einen Moment. Noch tut sich einiges. Herr Petersen, was ist aus Ihrer Sicht, also wichtig sind Sie alle, haben wir jetzt schon geklärt, was wäre aus Ihrer Sicht so der treibende Faktor? Ich glaube, dass mit mehr Transparenz sollte relativ oben stehen, aber wie Herr John eben auch schon gesagt hat, sind die anderen Punkte auch wichtig. Mhm. Aber ich glaube, Transparenz wird sich hoffentlich durchsetzen. Also, glaube ich. Da haben Sie auch tatsächlich den Nagel auf den Kopf getroffen. Mehr Transparenz sagen 90%, mehr Sicherheit 60%, Effizienz steigern, das wollen 78, nur 31 Kosten senken und die Cashflow-Übersicht haben 64 ausgewählt. Also wie Sie eigentlich alle beschrieben haben, Kosten scheinen nicht so ein Thema zu sein, aber die anderen Punkte alle auch wichtig. Und ich bin gespannt, was Sie uns da jetzt noch aus Ihrer Erfahrung berichten, Herr Jung. Ja, okay, mehr Transparenz. Ja, das bekommt man mit einer Treasury Management Software relativ gut hin. Also wie sieht es bei vielen Unternehmen aus, die sehr stark gewachsen sind? So ähnlich sah es bei uns auch aus. Wir haben ein ERP und ein HR, wo, also linke Seite ist so ein bisschen der so Zahlungen. Wenn man die Pfeile umkehrt, dann geht es auch um Kontoauszüge. Das wäre dann so Cashflow-Übersicht. Man hat Vorsysteme wie ein ERP-System, HR-Systeme. Können jetzt noch mehrere Vorsysteme da sein. Ich habe mich jetzt mal auf die wichtigsten beschränkt. Dann landet normalerweise etwas in einem Multibank-Tool oder einem Online-Banking-Tool. Teilweise werden dann auch außerhalb der Systeme vielleicht noch manuelle Zahlungen generiert. Und diese Hände sind mal beispielhaft mit, oftmals wird es irgendwo abgelegt und dann dort hochgeladen. Also es gibt keine Schnittstellen. Und dann gelangt es per eBix oder per Web zur Bank. Und irgendwie kommen dann die Kontoauszüge auch wieder zurück. Auf der anderen Seite haben wir so eine Berichtswesen, wo naja, wo es relativ konfus zugehen kann. Also man zieht irgendwas über Excel oder Access-Datenbanken, dann auf irgendeine Publisher-Seite, hier jetzt mal mit SharePoint markiert. Es kann auch sein, dass es direkt in einem Vorsystem ein Bericht erfüllt wird. Also es ist so naja, wenig strukturiert. Und wenn man dann die Gesellschaften der Reihe nach durchgeht, dann sieht man dieses Bild in einer ähnlichen Form sehr, sehr häufig. Aber halt nicht immer das gleiche Bild. Und vor allem das Thema ERP kann sein, es ist global, Konsolidierungssoftware normalerweise auch global. Wie sieht es mit der Planungssoftware aus? Wie sieht es mit Multibanking, Online-Banking aus? Hier bekommt man dann eben ganz, ganz viele dieser Bilder, aber es ist nicht einheitlich. Und das ist so ein bisschen das Überleitung zum Zielszenario, dass man hier eine wirklich einheitliche Landschaft schafft. Und dieser Kern Multibank-Online-Banking, der kann zum einen durch ein Treasury Management Software abgelöst werden, das dann aber auch noch viel, viel mehr kann. Genau. Was es kann oder was es können sollte, das wird in dem Projekt Start to Finish beschrieben. Es sind 7 Schritte oder ich habe es jetzt mal in 7 Schritte aufgeteilt. Der
zentrale Punkt wäre Punkt 5, die Auswahlgespräche. Hier beginnt man dann und trifft letztlich die Entscheidung. Also hier hofft man, dass man das richtige TMS auswählt. Um das richtige TMS auszuwählen, ist es sehr, sehr wichtig, die Schritte 1 bis 4 zu durchlaufen, denn dort wird eben, sagen wir mal, die Informationsbeschaffung zur Entscheidungsfindung getroffen. Die Punkte 6 und 7 sind dann nach Auswahl. Möchte ich auch nur ein, zwei Tipps noch geben aus der Projekterfahrung und würde jetzt mal beginnen mit der Vorbereitung. Die Vorbereitung ist sehr, sehr individuell. Je nachdem, was Sie im ersten Voting abgestimmt haben, was ist so die treibende Kraft hinter dem ganzen Projekt? Was sind die ersten Anforderungen, die mit einem oder die eben gekommen sind, warum Sie sich jetzt hier umschauen und ein Treasury Management Software einführen möchten? Ich bin mal einfach ein paar Themengebiete durchgegangen, die sei mal in den Anforderungen stehen könnten. Es kann sein, dass man die Bankenlandschaft zentralisieren möchte. Das heißt, in der Vorbereitung würde man sich mal anschauen, welche Konten habe ich bei welchen Banken, mit welchen Formaten mache ich meinen Zahlungsverkehr und mit welchen Kontoauszugsformaten bekomme ich Informationen zurückgespielt, welche Online-Bankings habe ich im Einsatz. Und diese Listen gibt es so oder in ähnlicher Form eigentlich schon in jedem Unternehmen aus Compliance-Sicht. Die sind dann sehr, sehr umfangreich, auch mit Freigaberechten, Vier-Augen-Prinzip, Step-up, also bestimmte Limite. Dann auch, welche Linien habe ich bei den Banken, welche Darlehen habe ich mit den Banken, welche Geldmarktanlagen habe ich mit den Banken. Die Liste kann sehr, sehr umfassend sein und sollte vor TMS-Auswahl auch wirklich sehr, sehr sauber geführt sein. Ein zweiter Punkt kann sein, dass man das Thema Schnittstellen verbessern möchte. Hier ist dann wichtig, vor allem zu sehen, welche Systeme sind momentan im Einsatz, wie viele Online-Banking-Lösungen habe ich, welche anderen Software-Lösungen habe ich im Einsatz, wo werden die Files generiert, also wird eine Zahlungsdatei im ERP erstellt oder wird sagen wir mal, ein Datensatz vom ERP an eine Banklösung geliefert und in der Banklösung findet dann das Erstellen des Zahlungsfalls statt. Wie werden diese lokalen oder auch zentralen Lösungen supported? Dann ein weiterer Punkt, was sein kann, wenn man Blick mehr auf Cash hat. Wie sieht meine Liquidität aus? Wie ist meine Darlehensstruktur? Welches FX-Exposure habe ich? Hier geht es auch darum, das zentral zu erfassen, sich darüber Gedanken zu machen und auch im Hinblick auf Prozesse und Berichtswesen, was möchte ich am Ende nach Einführung des TMS denn darstellen können? Was ist die Anforderungen eben an bestimmte Outputs? Hierzu macht es Sinn, sich die Prozesse von Anfang bis Ende durchzuschauen. Zum Beispiel im Zahlungsverkehr, wie sieht das Cash Management aus? Wie wird ein Cash Forecast gemacht? Ich habe hier noch als Beispiel Bilanzierung. Deswegen, welche Berichtssteuerung gibt es hier? Wie sieht meine Risikosteuerung aus? Und für jeden Prozess eine Mindestanforderung zu definieren und ein, hier steht Optimum, man könnte es auch Zielszenario nennen. Und diese Vorbereitung auf die Anforderungen hin, das ist wirklich Dog Work. Also hier geht es darum, sehr intensiv zu recherchieren, in viele Gespräche zu gehen und wirklich mal die Anforderungen sauber zu erfassen. Bei uns war dadurch, dass die Online-Banking-Software eben ausgelaufen ist, gab es so die Mindestanforderung, der Status quo, wie es jetzt läuft, soll erhalten bleiben und wenn möglich verbessert werden. Aber auch mit der Einführung des Treasury Management Softwares gab es dann auch Anforderungen ans Berichtswesen, globale Linienübersicht, globale Cash-Übersicht, globale Darlehensübersicht. Das heißt, das kam dazu. Auch das Thema FX-Management sollte in diesem einen Prozess alles zentralisiert werden. Als für mich
Ich bin im Headquarter verankert, also sitze im Headquarter. Dort hatte ich eine relativ gute Übersicht, wie laufen hier die Prozesse. Aber mit über 30 Gesellschaften weltweit war es auch sehr, sehr wichtig, wirklich in den einzelnen Gesellschaften vor Ort nachzuhaken, wie hier die Prozesse laufen, um eben auch ein Verständnis dafür zu bekommen, von wo bis wo, so, also wie skalierbar so ein Prozess ist. Und was interessant war, war eben, dass bei kleineren Gesellschaften oftmals ein einfaches Geschäftsmodell herrscht. Das heißt, hier war der Minimumprozess, den wir auf Headquarter-Ebene definiert haben, eigentlich unterschritten. Und das hat eben dazu geführt, dass man kleinere Gesellschaften präferiert hat in der Ausrollung, um eben einen Prozess zu etablieren, der für die kleinen Gesellschaften schon absolut ausreichend war und ein Fortschritt, während dieser Prozess in der Form jetzt im Headquarter ein Rückschritt gewesen wäre. Aber das war dann eben, aber da komme ich dann später dazu, so Small Steps und einfach mal ein bisschen Zielerreichung. Aber das ist also hier jetzt auch nur einmal dargestellt. Das wird, je mehr Gesellschaften man hat, umso komplexer wird das und umso länger dauert eigentlich hier die Vorbereitung. Und es ist sehr, sehr intensiv. Also hier nicht zu wenig Zeit einplanen. Hier entscheidet sich schon sehr, sehr viel. Die ganze Hausaufgaben, die man dann gemacht hat, gilt es dann in irgendeiner Form zu strukturieren, darzustellen, einmal transparent zu machen. Das hilft im späteren Prozess immer wieder, wenn man dann darauf zurückkommen möchte. Ich habe hier jetzt einfach mal beispielhaft so eine Zielstruktur dargestellt, wie man sie unterteilen kann in Prozessziele und Ergebnisziele, wobei die Prozessziele sich zum Beispiel auf Kosten belaufen. Welche Kosten möchte ich einsparen? Welchen Zeitaufwand möchte ich einsparen im Prozess? Die Ergebnisziele, sondern sogenannte Outputziele. Was möchte ich im Bereich Reporting erreichen? Wie sollen meine Reports aussehen? Und welche Compliance-Anforderungen sollen damit abgedeckt werden? Und dann diese Zielklassen in die spezifischen Ziele übertragen. Welche Kosten gibt es fürs TMS? Welche Kosten haben wir im Geldverkehr? Welcher Zeitaufwand haben wir momentan mit manuellen Zahlungsausgängen? Und was haben wir zum Beispiel an Anhangangaben, die momentan noch per Excel oder Nebenrechnung erstellt werden? Genauso im Bereich Reporting, was sind die Anforderungen an Cash Reporting, an Liquiditätsreporting und Compliance? Wie sieht unser Zahlungsfreigabeprozess aus? Auch Derivate, die zu Hedging-Zwecken abgeschlossen werden, gibt es hier eine Compliance-Richtlinie? Sind die compliant? Auch das kann bei jedem ganz unterschiedlich aussehen. Es gibt bestimmt viele verschiedene Anforderungen. Und hier geht es einfach mal, die Hausaufgaben strukturiert darzustellen, in welcher Form das schon lässt sich Ihnen überlassen. Wichtig ist, dass es alle Step-up-Prozesse sind. Die Prozesse, die wir im Vorfeld definiert haben, oder auch die Zielgrößen, die Zielklassen, die gilt es jetzt in einen Projektplan, eine Roadmap überzuleiten. Auch nochmal, um die ganzen Themen transparent zu machen. Zum Projektplan Roadmap, das ist so ein Management-Tool, das man schon zu Uni-Zeiten irgendwo hört und ja, dass das manchmal auch stiefmütterlich gepflegt wird. Aber der Projektplan ist sehr, sehr wichtig. Es ist kann sogar mehrdimensional ausgestaltet werden oder, wie es unten beschrieben ist, auch in verschiedene Wege gehen, dass man es nach Projektleiter trennt. Also wer hat für welches Projekt den Hut auf? Wer hat, genau, und es beschreibt auch eine logische Abfolge. Das hilft auch. Und es bleibt nachher kein internes Dokument nur für die Projektleiter, sondern damit kommuniziert man natürlich auch die Ressourcenanforderungen an die anderen Abteilungen. Die anderen Abteilungen sind sehr, sehr relevant. Bei uns war das zentral die IT. Wir machen viel On-Premise und
Dieses Dokument war wirklich sehr, sehr wichtig, um später mit dem TMS-Anbieter abzustimmen, wann er denn Zeit hat, Projekte umzusetzen und auch als Ressourcenanforderungen an unsere interne IT. Und das ist auch ein lebendes Dokument. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass manche Themen wir als zu einfach oder das habe ich, kann ich auch sagen, ganz ehrlich, habe ich unterschätzt. Und dann gab es immer wieder Verzögerungen, sodass manche Projekte nach hinten gerutscht sind. Und vor allem die Fachbereiche, die in den kleineren Unternehmungen waren, also die wo quasi gewartet haben auf die Verbesserung, denen konnte ich zumindest dann ein bisschen ersichtlich machen, wann die Themen kommen. Das ist wirklich ein zentrales Element, deswegen habe ich es hier nochmal aufgeführt. Und wie gesagt, es bewegt sich ständig. Genau. Dann auch daraus abgeleitet aus den aus den Prozesszielen, die Einschätzung, was haben wir an Kosten in den einzelnen Fachbereichen, aber auch die Einsparungen ist hier ganz wichtig zu sehen. Ich habe den Business Case aus dem Projekt immer noch und ich frage immer wieder ab bei den Gesellschaften, wie viel Zeit, vor allem im Bereich Zeitaufwand und im Bereich Bankkosten, was sich hier getan hat, um eben auch nachzuhalten, was getan wurde. Also der Business Case sollte nicht dazu verwendet werden, nur um eine Budgetfreigabe zu bekommen, sondern hier gibt es dann auch ein Tracking, was war Status quo davor und was konnte man mit dem TMS oder den geänderten Prozessen auch verbessern. Es ist nicht immer ganz scharf, das muss man natürlich sagen. Wir sind in der Zwischenzeit gewachsen, haben auch komplexere Finanzierungsstrukturen, wo neue Reporting-Anforderungen kommen. Sind. IFRS ändert sich auch ständig. Also hier kann man nicht immer eins zu eins das nachhalten. Aber es ist für mich immer ganz schön zu sehen, wo habe ich was eingespart und es rechtfertigt dann auch mein Gehalt. Also wer das dauerhaft macht, der kann dann irgendwann, der ist gut werfen für ein Mitarbeitergespräch, sagen wir es mal so. Also auch hier mal ein Tipp, was man so macht. Genau. Dann sind wir eigentlich schon beim Thema Auswahlgespräch. Die ganze Vorarbeit war jetzt sehr theoretisch, soll letztlich zu einem führen, und zwar, dass man für sich eine sehr detaillierte Checkliste erstellt. Die Checkliste bei uns war sogar so, dass wir auch Punkte aufgeführt haben, die für uns gar nicht relevant waren, aber, sag ich mal, opportunistisch vielleicht in der Zukunft relevant geworden wäre. Und das Ganze, also die Checklisten kann man auch im Internet sich mal schauen. Und das würde ich auch jedem empfehlen, bei der Checkliste mal auf irgendeine publizierte Checkliste zu schauen, was ist wichtig bei einem Treasury-Auswahlanbieter, weil hier teilweise auch Ideen kommen für Prozesse, hab ich wirklich an alles gedacht. Also, und auch in Bezug auf die Zukunft, wenn wir weiter wachsen, was kommt dann? Deckt das die Checkliste schon ab? Das Feedback der Anbieter zeigt dann auch ein bisschen auf, reize ich die Software bereits aus oder ist da noch Luft nach oben, wenn das Thema FX-Management noch komplexer wird, wenn das Thema Finanzierung noch komplexer wird, wenn das Thema Reporting zum Beispiel noch komplexer wird. Also das könnte man auch, wenn ich es jetzt anschaue, muss ich sagen, das könnte man auch viel, viel weiter oben noch platzieren als Inspiration, um seine Prozesse mal durchzugehen. Aber die Checkliste, genau, die schickt man raus an, bei uns waren es, lassen Sie mich lügen, so rund 10 Anbieter und die waren natürlich unkommentiert. Das Pendant dazu, als wir es zurückbekommen haben, ist die gewichtete Entscheidungsmatrix. Hier haben wir für jeden Prozess und für jeden Themenblock, den wir abgefragt haben, intern ein Ranking hinterlegt, wie wichtig ist das für uns und auch, ist es ein K.O.-Kriterium. Also wenn jemand ein bestimmtes Mindestmaß nicht erfüllen konnte, dann fliegt er eigentlich sofort raus. Wobei ich sagen muss, das war jetzt bei unserer Checkliste eigentlich kaum der Fall, dass ein Anbieter aufgrund des K.O.-Kriteriums rausgeflogen ist. Am Ende führt die gewichtete Entscheidungsmatrix zu einem Ranking.
Und wir haben uns dann mit den Top 3 weiterhin unterhalten und haben diese eingeladen zu zum einen ein Live-Demo bei uns im Hause. Wir haben dann die wichtigsten Prozesse für uns dem Anbieter mitgeteilt und gebeten, uns mal zu zeigen, wie denn das in der Software umgesetzt werden würde. Und wir haben auch das Thema Referenzkunden angesprochen. Also wir wollten einen Austausch mit einem Referenzkunden. Also kann ich jedem nur empfehlen, das zu tun. Der Austausch ist sehr, sehr hilfreich. Vor allem, wenn man in Richtung Zukunft geht, wenn man theoretisch einen tollen Prozess definiert hat, gibt es da sehr, sehr viel Praxisfeedback, ob denn das funktioniert und ob das überhaupt realistisch ist, was man sich da ausgedacht hat. Diese zwei, nachdem wir das gemacht haben, war dann am Ende gab es den Gewinner und mit dem sind wir in die Projektumsetzung gegangen. Ja, hier springe ich vielleicht ganz kurz noch mal rein. Vielen Dank bis hierher. Jetzt geht's an die Umsetzung. Da sagen Sie auch noch etwas dazu. Hier noch mal die Erinnerung an alle unsere Zuhörer. Wenn Sie bis hierher Fragen haben oder noch etwas genauer wissen wollen, was Herr Jun angesprochen hat, schreiben Sie uns, nutzen Sie die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Wir haben gleich noch ein bisschen Zeit, auf die einzugehen. Herr Jun, zurück zu Ihnen. Genau. Umsetzung, wenn man den Business Case, also den Projektplan sauber dargestellt hat, dann kann hier ja nichts mehr schief gehen. Aus Erfahrungssicht kann ich aber sagen, je mehr Anforderungen es kommen, desto komplexer wird das und umso mehr Verzögerung kann es kommen. Hier immer ruhigen Kopf bewahren. Also ich habe jetzt auch in anderen Gesprächen mit anderen Treasurern eben das Feedback bekommen. Es dauert in der Regel länger, wie Sie sich das vorstellen. Auch bei uns war das Projekt oder läuft das Projekt immer noch. Manche Themen sind noch nicht komplett umgesetzt und manche Themen sind auch in der Zwischenzeit hinzugekommen. In der Umsetzung ist es wirklich wichtig, genug Ressourcen einzuplanen. Das Thema wird sich sehr, sehr beschäftigen. Auch im Fachbereich kann es eben sein, dass es zu einer Doppelanforderung kommt. Planen Sie hier genug Zeit ein, geben Sie sich selber genug Zeit und gehen Sie dann Schritt für Schritt vor. Hier ja ein kleiner Tipp. Ich habe es so gemacht, dass ich eigentlich mit den kleinsten Gesellschaften zuerst ausgerollt habe, weil hier die Anforderungen einfacher waren und es einfach ein relativ schnelles Feedback gab, ob es im Live-Betrieb funktioniert. Und es hat so zu kleinen, ja, es war einfach so kleine Erfolgserlebnisse. In anderen Projekten, wo wir direkt mit einem Komplexen begonnen haben, war das nicht der Fall und das wird dann sehr, sehr zäh. Also suchen Sie hier regelmäßig Erfolgserlebnisse einzubauen. Das tut dem Team wirklich gut. Wir haben 2016 mit dem Thema angefangen. Wie gesagt, wir sind jetzt immer noch an bestimmten Ecken in der Umsetzung und Erfolgserlebnisse sind sehr, sehr wichtig in der Zwischenzeit. Genau, die regelmäßige Überprüfung, gerade weil so ein Projekt sehr, sehr lange gehen kann, Sie werden sehen, dass es gibt irgendwo einen Lessons-Learned-Bereich, weil man eben sich nicht auf alles vorbereiten kann. Ich habe auch, obwohl wir gute Due Diligence, würde ich sagen, gemacht haben, kam dann trotzdem auf, dass es ganz lokale Anforderungen gibt, die im Vorfeld so niemand uns mitgeteilt hat. Hier gibt es dann sogenannte Workarounds. Dokumentieren Sie die Problemlösungen und nehmen Sie es gleich mit, um eventuell daraus ein Folgeprojekt zu machen oder eine Ausbaustufe. Lassen Sie sich auch nicht von allem aufhalten. Manchmal muss es eben der Workaround sein, um dann weitergehen zu können. Und aber das sind dann Projekterfahrungen, die werden Sie sicher alle auch schon gemacht haben. Die Feedbackrunden waren sehr, sehr interessant. Mit einem globalen System haben Sie plötzlich auch globales Knowledge. Das heißt, ganz, ganz viele tolle Ideen von Ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen werden kommen. Und es hat uns dann auch geholfen, unseren Prozess im Headquarter einmal kritisch auf die Probe zu stellen.
In manchen Dingen war es eben so, dass der Headquarter-Prozess nicht State of the Art war und das Beste, sondern es gab wirklich Gesellschaften, die hier eigentlich schon besser waren. Und das kam zum ersten Mal zum Vorschein, als wir uns das global angeschaut haben. Wichtig ist auch der ongoing Support und die Weiterentwicklung. Wie gesagt, es kann in der Zwischenzeit immer wieder was kommen, immer wieder was Neues kommen. Neue Anforderungen. Die Firma wächst weiter, die Unternehmung wächst weiter. Hier bleiben Sie am Ball. Wie sieht es bei der Erwin Klinger AG aus später? Wir haben ERP und HR jetzt übers TMS. Und das ist jetzt auch schon in vielen Gesellschaften so, dass eben das ERP die Zahlungsfiles erstellt, ans TMS gibt und ich quasi für alle Gesellschaften sehe, was geht raus oder meine Pendants in den einzelnen Regionen wirklich dann auch Cash-Management betreiben können. Wir haben das Thema Online-Banking nur noch für Sonderlösungen, weil wir rein über EBIX kommunizieren. Das heißt, Gehaltsdateien in Ungarn zum Beispiel sind in einem speziellen Format, das man über den EBIX-Kanal eben nicht versenden kann. Und hier geht dann noch Online-Banking im Bedarfsfall lokal. Diese Themen wird man auch nie ganz wegkriegen, diese lokalen Zahlungsverkehrsfiles. Die gibt es, die sind auch staatlich so gewollt, um eben die lokalen Banken ein bisschen zu schützen. Aber das linke Szenario ist natürlich 1:1 so, wie wir es in allen Gesellschaften haben. Und dann ist der Support einfacher, weil wir eben nur noch ein TMS supporten und nicht mehr viele Online-Banking-Lösungen oder Multi-Cash oder andere Lösungen. Und wir sehen zentral, was geht Zahlungen raus, was kommt Zahlungen rein. Das TMS ist an ein Reporting-Tool angeschlossen. Das heißt, alle Reports, die Treasury-spezifisch sind, die eben in meinem Anforderungskatalog definiert wurden, kann ich mit diesem Tool abbilden. Ich kann auch die Gesellschaften und die BUs informieren, indem ich aus dem Reporting-Tool dann je nach Ansicht mal auf links gedreht, mal auf rechts gedreht, eben das denen zur Verfügung stelle. Und das Reporting-Tool dient auch als zentrale Schnittstelle, um die Planungssoftware zu füllen, um die Konsolidierungssoftware zu füllen. Und dieses geht natürlich auch andersherum, wenn ich Informationen aus der Planung brauche für mich. Das war es in einem ganz kurzen Übergriff, bisschen zum Thema Auswahlanbieter. Ich hoffe, dass jetzt noch ganz, ganz viele Fragen sind, dass wir vielleicht noch wirklich straight to the point auch bestimmte Themen, die Ihnen auf dem Herzen liegen, diskutieren können. Ja, herzlichen Dank an der Stelle schon mal, Herr John, für den interessanten Einblick. Ich würde gerne direkt, bevor wir auf einige Fragen aus dem Publikum eingehen, aber noch die Frage an Herrn Petersen stellen. Jetzt haben wir gehört, wie Erin Klinger vorgegangen ist bei der Auswahl und bei der Entwicklung der Anforderungen. Wie ist das Ihrer Erfahrung nach? Sind da alle Unternehmen so strukturiert oder gibt es auch Punkte oder Bereiche, die da oft unterschätzt werden in diesen ersten Schritten auf dem Weg zu einem TMS? Ja, also Herr John hat das ja eben schon so ein bisschen angedeutet. Da gibt es schon ein paar Stolpersteine, die man unterschätzt. Das ist die Zeitkomponente, das ist einmal das Abholen der einzelnen Fachbereiche, dass die auf den gleichen Stand sind. Involvieren Sie die IT rechtzeitig, involvieren Sie die Personen, die nachher auch Informationen liefern können, beziehungsweise auch aus dem Treasury Management Informationen erhalten können. Ja, das kann zum Beispiel auch das Controlling sein oder die Buchhaltung oder weitere Bereiche, die dort an solchen Informationen interessiert sind. Ja, dann so ein AFP aufzusetzen, macht aus meiner Sicht immer Sinn, ja, dass man sagt, wie ist der Status quo heute? Und wo sind eigentlich meine Ziele? Ja, also das, was eben auch schon Herr John erzählt hat. Also ich glaube, das bringt jedes Unternehmen auch weiter. Wie viel Zeit sollte man denn für so einen Prozess
einplanen. Herr John, die Frage kam auch aus dem Publikum. In welchem Jahr haben Sie die Auswahlprozesse durchgeführt? Aber vielleicht können Sie uns auch noch mal ein bisschen konkreter Einblick geben, wie es sich zeitlich gestaltet hat, dieser Prozess. Wie lange haben die einzelnen Schritte gedauert? Wir haben Ende Q1 2016 begonnen mit dem Gesamtprojekt. Die Software-Update lief aus Ende 2018. Das heißt, bis dahin musste das umgestellt sein. Das war unsere harte Deadline. Wir haben dann circa 9 Monate die Hausaufgaben gemacht. Das heißt, alle Gesellschaften angeschrieben, mit welchen Banken sie zusammenarbeiten, wie viele Bankkonten, wie viele Online-Banking-Lösungen, wie Zahlungsverkehr generell aussieht, wo Zahlungsverkehrsfiles erstellt werden, also was sind Quellen des Zahlungsverkehrs. Das Ganze hat circa 9 Monate gedauert. Rückblickend kann ich sagen, hätten wir aber noch mehr Zeit investieren können, einfach um noch ein besseres Prozessverständnis zu bekommen. Also noch mehr im Detail darauf eingehen, wer wie zahlt. Ich war unter der Annahme, dass alle, die SAP im Einsatz haben, den gleichen, sagen wir, auf die gleiche Weise die Zahlfiles erstellen. Dem war aber nicht so. Hier gab es auch lokale Unterschiede, wo eben die eine Gesellschaft, sagen wir mal, eine offene Postenliste bearbeitet hat, relativ manuell, relativ händisch, weil eben die Zahlungen dann später auch wieder relativ händisch ins Online-Banking gingen. Andere Gesellschaften, wie gesagt, da hat SAP einen, wie ein iDoc erstellt und die hatten dann eine lokale Banking-Lösung, wo das iDoc in die lokalen Zahlungsfiles transformiert hat und auch dann zur Bank geschickt hat. Andere Gesellschaften, die hatten einen relativ Straight-Through-Process, normal, aber eben immer noch dieses eine Anschubsen, also Hochladen im Online-Banking gab es eigentlich überall. Und das sind Themen, die jetzt dann, wenn man Gesellschaft für Gesellschaft durchgeht, wirklich dann zeitintensiv sind, weil man hier eben von etwas ausgeht, was noch nicht der Fall ist. Das heißt, da müssen dann SAP-Standardschulungen ran, man muss an die SAP-Stammdaten ran. Also das, wie gesagt, bei uns ist so SAP-zentral im Einsatz. Hier auch das Stammdatenmanagement waren eben Themen, die ich unterschätzt hatte, wo dann locker mal ein Quartal Verzug bringen. Also wirklich auch, ich kann es jetzt nicht pauschal sagen, aber mit über 30 Gesellschaften wirklich das 2 Wochen pro Gesellschaft locker einplanen, um wirklich mal den Status quo dargestellt zu bekommen. Herr Petersen, gibt es denn bestimmte Voraussetzungen, die Unternehmen erfüllen müssen, um diesen Prozess anstoßen zu können? Mindestanforderungen, Mindestgröße, Mindestpersonenanzahl im Treasury, um mit solchen Systemen umzugehen? Dadurch, dass unser System modular aufgebaut ist, also ich sage immer, wenn ich beim Kunden sitze, wenn Sie das Ganze nicht mehr mit Excel handeln können, ja, dann sollte man überlegen, ob man ein professionelles Treasury-System einführt. Klar muss auch hier die Kosten betrachtet werden. Das heißt, wir gehen auf Unternehmen zu ab einem Umsatz um die 200 Millionen Euro. Ja. Mhm. Also damit haben wir eigentlich gute Erfahrung und dann aufwärts. Ja. Okay. Herr John, die Zuschauer wollen noch gerne wissen, welches System haben Sie denn konkret ausgewählt? Wir haben mehrere Systeme. Wir haben das LTC Bank in SAP von Litreka und nutzen hier den, also ist ein Freigabe-Workflow für den Zahlungsverkehr. Das könnte eigentlich noch viel, viel mehr, dieses Tool, aber bei uns, wir nutzen dieses Tool, um die Zahlvorschlagsliste an Basis eines regelbasierten katalogisch prüfen zu lassen. Zum Beispiel werden
Rechnungen, die gegen Bestellungen laufen und quasi schon über den Bestellvorgang und die Freigabe der Bestellung geprüft wurden. Dann gab es einen Wareneingang, die Rechnung wird entsperrt. Und so ist das etwas, was jetzt im Nachgang gar nicht mehr geprüft werden muss oder im Detail geprüft werden muss, während andere Zahlungen, vor allem manuelle Zahlungen, die im System erfasst werden, auf jeden Fall nochmal im Detail angeschaut werden müssen. Auch dort, wo Standdatenänderungen im System vorgenommen wurden für den Kreditoren, diese werden noch im Detail geprüft. Und hier ist schon mindestens ein Vier-Augen-Prinzip hinterlegt. Und dann ist quasi der Prozess im SAP abgeschlossen, das Zahlungsfall wird generiert und dann geht es an das nicht in SAP sitzende Treasury Management, in die Treasury Management Software, das ist LCC Treasury. Das LCC Treasury dient auch als zum einen Schnittstelle als Bank, zum anderen ist es meine Software, um Darlehen zu pflegen, Termingelder, diese ganze Themen darzustellen. Es ist auch die Schnittstelle, die die Kontoauszüge empfängt und dann an das SAP zurückspielt oder dort, wo noch lokale ERPs sind, eben an die lokalen ERPs weitergibt. Und das, was wir als Reporting-Tool gesehen haben, das ist das LTC Analytics, das mir aus der Datenbasis, aus dem Datentopf des TMS dann meine Reports, wo ich da meine Reports bauen kann. Ich kann natürlich alles aus dem TMS auch per Excel-Abzug zur schnellen Aufbereitung, aber wenn es mit Dashboard-Funktionen und regelmäßige Berichte sind, dann stelle ich die im Analytics zusammen, sehen besser aus und sind automatisiert, also ich wirklich auf einen Knopf drücken. Also es sind verschiedene Systeme, wir sind ein Best of Breed und haben eben an verschiedenen Punkten, sage ich mal, nachjustiert. Jetzt fiel das Stichwort SAP schon mehrfach. Es kamen auch einige Fragen dazu. Herr Petersen, wie entscheidet man ein TMS, was in SAP integriert ist, was beides kann oder was außerhalb funktioniert? Was sind denn da die Überlegungen, die die Treasurer da anstellen müssen? Also ich glaube, es ist von Vorteil, wenn ein Unternehmen komplett seine Prozesse in SAP hat, dort natürlich auch valide Daten hat, das Ganze eher in Richtung SAP zu verlagern. Aber ich glaube, das war auch der Fall bei Ehringklinger. Herr John, Sie müssen mich einmal korrigieren. Dort geht es ja dann auch um Übernahmen, wo Sie dann eher auf heterogene Systemlandschaften treffen, wo Sie nicht alle Daten in einem System haben. Und dann muss man sich die Überlegung machen, ob man hier nicht sagt, ich habe hier eher einen Hybridansatz, also das ganze Thema Treasury Management, so wie Sie das auch bei Erik Klinger dann vorfinden, das ist dann eher außerhalb von SAP, weil wir dort dann die einzelnen Informationen aus verschiedenen Datenquellen in unser Treasury-System, nachher ins Reporting-System überführen können. Aber dort, wo es dann Sinn macht, wie jetzt halt mit dem Freigabe-Workflow, dass man solche Themenbereiche schon im SAP hat. Wir haben dazu ja auch noch eine Frage ans Publikum vorbereitet. Vielleicht stellen wir die an der Stelle einfach nochmal, wo es genau um diese Frage geht. Welche Ansätze sind aus Ihrer Sicht am vielversprechendsten? In SAP integriertes TMS, TMS, die außerhalb von SAP funktionieren oder eben die gerade besprochenen hybriden Lösungen, Entschuldigung. Da bin ich ja jetzt mal gespannt. Das ist ja jetzt je nach Unternehmen doch sehr, sehr davon abhängig, wie das aufgebaut ist. Noch tut sich einiges, noch wird fleißig abgestimmt. Herr Petersen, was wäre jetzt Ihre Erwartung? Ich glaube, dass der hybride Ansatz ein Vorteil oder Vorteile in sich birgt, aber grundsätzlich würde ich dort keine Aussage. Also ich glaube, hybride Lösung und vielleicht TMS außerhalb von SAP. Also ich glaube, so in die beiden Richtungen geht es dann. Herr John, was ist Ihr Tipp?
Ja, ohne die Teilnehmer zu kennen und die Systeme ist es natürlich Wurf mit dem Dartpfeil. Also ich könnte mir vorstellen, dass das durchaus so hybride Lösungen sehr populär sind. Aus Gesprächen mit anderen Treasurern und Treasurerinnen ist es doch oftmals so, dass es kaum jemand, kaum ein Unternehmen gibt, was wirklich zu 100% auf SAP läuft. Es gibt immer wieder Zukäufe oder noch lokale ERPs im Einsatz. Deswegen, ich schätze mal, hybride Lösung. Ja, ich schließe jetzt auch mal die Umfrage und wir schauen uns das Ergebnis an. Sie haben natürlich vollkommen recht, ohne die Teilnehmer hier zu kennen, ist das die schwerste Art von Wer wird Millionär hier. Aber wir sehen in SAP integrierte TMS, 23% sagen am vielversprechendsten TMS, die außerhalb funktionieren, 47%. Also hier die deutlichste Präferenz dafür und hybride Lösungen 31%. Aber wie Sie ja bereits gesagt haben, das hängt ganz stark vom Aufbau der Unternehmen an. Vielen Dank ans Publikum, dass Sie sich da beteiligt haben. Eine andere Grundsatzfrage, die auch aus dem Publikum heraus aufgeworfen wurde, war auch die Frage: Hosting-Lösung oder die Installation auf dem eigenen Server? Das ist ja auch so eine Glaubensfrage. Herr Petersen, wie spüren Sie da die Diskussionen in den Gesprächen? Gibt es da eine Präferenz? Gibt es bei der einen Version stärkere Sorgen oder was beobachten Sie da? Ja, auch hier ist immer eine pauschale Aussage nicht möglich. Also wir merken in der freien Wirtschaft, dort ist die Anfrage in cloud-basierten Lösungen wird immer mehr und mehr. Bei öffentlichen Einrichtungen, da ist man doch eher zurückhaltend. Wobei ich auch hier schon Gespräche geführt habe, die durchaus Interesse haben an cloud-basierten Lösungen. Aber ich glaube, das braucht noch Zeit. Und da rede ich jetzt nicht von diesem Jahr, ich glaube, und auch nicht vom nächsten Jahr. Da sprechen wir wahrscheinlich vom Zeitraum 5 bis 10 Jahre, dass sich dort öffentliche Einrichtungen, Krankenhäuser, Behörden öffnen in die Cloud im Bereich Treasury Management System, Reporting System und so weiter. In der freien Wirtschaft sieht das ganz anders aus. Also da würde ich zurzeit dort, wo ich beim Kunden bin, eher sagen, das ist so eine 50-50-Entscheidung, wahrscheinlich dann doch eher auch höher angesiedelt, weil man sich durchaus vorstellen kann, auch nachher erstmal on-premise zu gehen und dann in die Cloud. Also das merke ich auf jeden Fall. Herr John, was ist da Ihre Position? Also den Trend kann ich unterstützen oder bestätigen. Als ich das Projekt angefangen habe, war On-Premise in Stein gemeißelt. Vor allem bei so sensiblen Daten wie im Zahlungsverkehr. Ich glaube, wenn wir heute das Projekt erneut ausschreiben würden, wäre es bestimmt eine interessante Diskussion. Und ich gehe eigentlich davon aus, wenn wir in zig Jahren unser Setup mal auf die Probe stellen, dass hier dann wirklich eine offene Diskussion stattfinden wird. Wenn ich mit anderen Treasurern spreche, gehen viele auf die Cloud mittlerweile. Und das war, also wie gesagt, 2016 war das noch nicht so denkbar. Da hat sich wirklich viel, viel getan. Und ich glaube, jetzt, nachdem ein paar wirklich große Unternehmen auf Cloud-Lösungen gegangen sind, ziehen da einfach viele mit und hat auch so ein bisschen die Angst und die Unsicherheit genommen. Ich möchte jetzt noch keine Prognose abgeben für unser Unternehmen, aber man geht mit der Zeit und momentan sehe ich auch, dass das Cloud wirklich ein Thema ist, was auch ein Standard werden könnte. Stichwort Prognosen. Es gab auch eine Frage zum Thema Predictive Analytics und KI. Nutzen Sie solche Ansätze bereits jetzt oder ist das was, was Sie sich zukünftig vorstellen können? Ich habe es in einem kleinen Testballon mal durchgespielt, für welche Bereiche man so etwas nutzen könnte. Bin aber momentan noch nicht ganz davon überzeugt.
Also gerade im Bereich Cashflow Forecasts ist es schwierig, es ist eher, ja, also müsste man vielleicht mal wirklich in die Tiefe gehen, aber wir nutzen es zumindest im Bereich Treasury momentan noch nicht. Und auch im Bereich Wegsmanagement haben wir andere Tools, andere Prognosetools im Einsatz. Okay. Herr Petersen, mit Blick auf die Zeit, die letzte Frage auch an Sie. Wir sprechen über Zukunftstechnologien, Zukunftssysteme, die vielleicht Treasurern in Zukunft helfen können. Was ist denn da aus Ihrer Sicht am TMS-Horizont zu sehen? Was werden denn die nächsten Funktionen sein, die vielleicht bald auch zur Verfügung stehen? Ja, also auf jeden Fall unter dem Begriff Digitalisierung, ich sage eher dazu Automatisierung, KI, Machine Learning, das sind auf jeden Fall Themen, die uns beschäftigen und wo wir auch Ansätze sehen, ob das nachher in der Abstimmung der Kontoauszugsposition ist mit den Plandaten, wo wir dann eher so in Richtung Machine Learning oder auch KI gehen, dass das System automatisch erkennt, um welche Liquiditätsposition handelt es sich? Ja, und das alles halt aus irgendwo einer künstlichen Intelligenz oder aus dem Machine Learning heraus. Dann natürlich auch den vollumfänglichen Bereich abzudecken, sprich, zurzeit kümmern wir uns ja um das Verwalten, Bewerten, Zahlungsverkehr, hier in Richtung auch Handel zu gehen. Auch das sind Themen, die uns beschäftigen. Und wo ich Ansätze sehe, auch diese Themen mit abzudecken mit einem Treasury Management System. Zurzeit gibt es dort andere Lösungen, Zusatzlösungen, wo wir heute schon Anbindungen haben, wo Informationsgehalte und Inhalte ausgetauscht werden, um manuelle Schritte zu reduzieren. Aber hier sehe ich, glaube ich, auch einen großen Schritt in Richtung Zukunft und dass wir das mit abdecken können. Ja, vielen Dank, Herr Petersen. Die Automatisierung, die wird sicherlich noch uns lange begleiten und auch noch große Schritte machen. Ich habe das Gefühl, wir haben gerade erst angefangen, uns zu unterhalten, aber die Zeit ist schon wieder vorbei. Vielen, vielen Dank Ihnen beiden, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Auch vielen Dank all unseren Zuhörern, auch all denen, die Fragen gestellt haben. Ich habe es eingangs gesagt, auch die Fragen, die wir jetzt nicht beantworten konnten, werden wir im Nachgang noch den beiden Herren zuschicken und da werden Sie auch noch Antworten erhalten. Es kamen noch einige interessante Fragen rein, auch einige sehr spezielle auf die eigene Situation und das eigene Unternehmen bezogen. Also ich glaube, da ist auch noch im Nachgang an das Webinar das Gespräch nicht vorbei. Vielen Dank an der Stelle Ihnen allen und schönen Nachmittag.